Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Dialog Chinas moderne Begreifen, Zivilgesellschaft und Menschenrechte in der digitalen Diktatur. Mein Name ist Iris Müller und ich begrüße Sie heute Abend herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und auch im Namen unseres Kooperationspartners, dem Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies an der Universität Bonn. Ich darf Sie an dieser Stelle herzlich grüßen vom dortigen Professor, Professor Maximilian Mayer, den Sie ja sonst in unserer Reihe Chinas moderne Begreifen jedes Mal zu Gesicht bekommen. Heute ist es ihm leider aus persönlichen Gründen nicht möglich, dabei zu sein. Deswegen darf ich seine herzlichen Grüße ausrichten. Chinas moderne Begreifen, europäische Reflexion. Diese Reihe läuft nun schon in der vierten Folge online hier bei uns im Kanal. Wir freuen uns, dass immer wieder so viele Menschen dabei sind, und gemeinsam mit der Universität Bonn nähern wir uns dabei Fragen rund um Chinas Moderne an. China durchläuft ja seit Jahren eine rasante Modernisierung. Längst zählt das Land zu den führenden Wirtschafts- und Technologiemächten der Welt. China hat ja nicht den westlichen Weg in die Moderne genommen, sondern das Land verfolgt eine eigene Interpretation von Moderne, die sich von unserer in vielen Punkten doch sehr unterscheidet. Und diese andere Moderne sorgt aus der westlichen Perspektive betrachtet oft für Unverständnis oder wirft zumindest viele Fragen auf. Wir veranstalten deswegen bewusst eine interdisziplinäre Reihe, in der wir aus ganz verschiedenen Perspektiven diskutieren, vor welche Herausforderungen uns Chinas Moderne als Europäer stellt. Und auch welche normativen, politischen und auch ökonomischen Fragen die neue Weltmacht China für uns als Europäer aufwirft. Heute also das Thema Zivilgesellschaft und Menschenrechte in der digitalen Diktatur. Ja, und die Digitalisierung verändert ja die Gesellschaft dramatisch. Das gilt ja nicht nur für China. Aber dort wird das Internet vielfach genutzt für umfassende Lenkungs- und Überwachungsmechanismen der chinesischen Bürger, insbesondere ja bekanntlich durch den Staats- und Parteiapparat. Und die politischen Rahmenbedingungen für Freiheit, für Menschenrechte und für die Zivilgesellschaft allgemein haben sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. Das moderne China hat damit viele Liberalisierungshoffnungen aus Europa enttäuscht und gezeigt, ja, wie sich ein autoritäres Regime mit Hilfe digitaler Technologie sogar noch stabilisieren kann. Wir blicken also heute auf dieses Thema und sprechen über die Bedeutung dieses chinesischen Gegenmodells der Digitalisierung, dem unsere liberale Gesellschaft ja in vielen Bereichen ablehnend gegenübersteht, und auch aber über Handlungsspielräume, die der Westen möglicherweise hat, um auf die Menschenrechtslage in China einzuwirken. Und dazu darf ich Ihnen heute unser Expertenpanel einmal vorstellen, heute Expertinnenpanel. Sie sehen also auf Ihrem Bildschirm Professor Dr. Christine Schiel-Kupfer. Sie ist Professorin für Sinologie an der Universität Trier und Senior Associate Fellow bei MERICS, also das Mercator-Institut für China-Studien. Sie ist Expertin für Chinas Digital- und Medienpolitik, für seine Zivilgesellschaft und die Menschenrechte. Im Mai 2017 wurde Frau Schiel-Kupfer in die Expertengruppe der deutsch-chinesischen Plattform Innovation des Bundesministeriums für Bildung und Forschung berufen. Und sie hat auch lange Zeit in China gelebt und von dort berichtet. Beispielsweise für die Zeit hat sie berichtet von 2007 bis 2011 aus Beijing. Herzlich willkommen, Frau Professor Schiel-Kupfer. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, und mit ihr sprechen wird heute Abend eine andere Expertin zum Thema Menschenrechte, Uyde Jensen. Sie ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages in der Fraktion der Freien Demokraten und hat dort den Vorsitz des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe inne. Sie gehört zu den jüngsten Mitgliedern unseres Bundestages und ist auch die jüngste Ausschussvorsitzende dessen Geschichte. In ihrer Funktion hat sie China im Rahmen auch von Delegationsreisen besucht und äußert sich regelmäßig kritisch in den Medien und natürlich auch im Bundestag zur Menschenrechtslage vor Ort. Herzlich willkommen, liebe Güte Jensen. Hallo, guten Abend. Und nun darf ich das Zepter der Moderation gleich abgeben, und zwar an Marina Rudjak. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sinologie der Universität Heidelberg und auch Dozentin für chinesische Wirtschaftspolitik und internationale Beziehungen. Zuvor war Frau Rudjak mehrere Jahre lang als wirtschaftspolitische Beraterin für die Deutsche Gesellschaft
für internationale Zusammenarbeit in Peking tätig. Also wir haben hier wirklich heute die China-Expertinnen sitzen. Liebe Frau Rudjak, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank. Ja, aber liebes Publikum, auch liebe Männer, wir lassen wie immer unsere Experten nicht alleine diskutieren, sondern sie dürfen und sollen sich natürlich auch gerne jederzeit an unserem Dialog beteiligen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen und Kommentare. Dazu können Sie die F- und A-Funktion nutzen, unten auf Ihrem Bildschirm. Da finden Sie einen Button. Wenn Sie da draufklicken, öffnet sich ein Chatfenster. Und da dürfen Sie gerne Fragen, Anmerkungen und Kommentare hinterlassen. Die nehmen wir dann sofort in unsere Diskussion auf. Ja, wie gesagt, läuft das Thema Chinas moderne Greifen bei uns als Online-Reihe etwa einmal im Monat. Und nach der Sommerpause, die wir im August machen, gibt es die nächste Folge dann im September. Am 16.09. wird Frau Dr. Christina Marx sprechen. Sie ist Dozentin für Sinologie an der Universität Sheffield. Und sie wird sprechen mit Dr. Marius Meinhoff von der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld. Das Thema wird sein Chinas Tradition und Moderne in Fremd- und Selbstbildern. Und wenn Sie auch eine der vorhergehenden Folgen verpasst haben sollten, können Sie diese gerne in unserer Mediathek nochmal anschauen. Ich teile Ihnen gleich die Links sowohl zu den Aufzeichnungen in der Mediathek als auch zur Anmeldemöglichkeit für die kommende Veranstaltung. Und nun, liebe Frau Rudjak, ich darf Ihnen das Feld übergeben und wünsche uns allen einen interessanten Dialog. Schön, dass Sie heute Abend alle da sind. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Müller, für diese wunderbare Einführung, die ein Bild von China als einer Herausforderung und irgendwo auch einem Enigma für die deutsche und die europäische Perspektive zeichnet. Und ich würde gerne mit einer Anekdote in die Diskussion einsteigen, die mir ein junger Parteikader in Shenzhen erzählt hat und die auf unser Thema Digitalisierung, Technologie und auch Überwachung einen interessanten Blick wirkt. Und das fand bei einem Abendessen statt in Shenzhen und er sagte zu mir, weißt du, warum wir in China so technologiebegeistert sind? Das hat mit der Geschichte von zwei Königinnen zu tun. Er meinte die Kaiserin Cixi und die Königin Victoria. Er sagte, die Kaiserin Cixi, die hatte ein Steinboot und die Königin Victoria hatte ein Kanonenboot. Und naja, du kennst den Ausgang der Geschichte, Opiumkrieg. China war gezwungen, sich zu öffnen. Und das ist der Grund, warum alle in China technologiebegeistert sind. Das hätte eine schöne Geschichte sein können, hätten wir nicht die sozusagen vielfältigen Konsequenzen dieser Digitalisierung, die wir heute aus Deutschland und Europa betrachten und mit Sorge betrachten. Wie Frau Müller eingangs sagte, lange hat man im Westen geglaubt, dass China im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung seine Andersartigkeit des kommunistischen, kollektivistischen, vielleicht auch despotischen anderen überwinden würde und uns im Westen ähnlicher wird. Aber wie die New York Times in 2018 schrieb, China failed to fail. China ist mit dem Scheitern gescheitert und stattdessen will Xi Jinping, der seit Oktober 2012 der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas ist und seit März 2013 Präsident der Volksrepublik China, das Land zu den wirtschaftlich stärksten Mächten der Welt machen. Seit das 2015 ins Leben gerufene milliardenstarke Investitionsprogramm Made in China 2025 soll den Wandel von der verlängerten Werkbank internationaler Konzerne zu einer Technologieführerschaft in wichtigsten Schlüsselbranchen sichern, darunter natürlich auch Digitalisierung. Und all das ist geschuldet dem Entwicklungsbegriff, der auf den Opiumkrieg, auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, nämlich die Überwindung der Rückständigkeit durch technologische Modernisierung. Nur ist das eben ein anderer Entwicklungsbegriff als der, den man in Deutschland und Europa zugrunde legt. Hier versteht man Entwicklung als ein multidimensionales Konzept, bei dem Demokratie, Menschenrechte und gute Regierungsführung die Grundlage für die anderen Entwicklungsdimensionen bilden, wie die ökonomische, soziale, Umwelt- oder kulturelle Dimension. China oder zumindest die chinesische Regierung versteht Entwicklung vor allem als technologiezentrierte Modernisierung. Erst diese schafft wirtschaftliche und soziale Entwicklung, was, so argumentiert, die Regierung soziale Stabilität voraussetzt. Und so ist eine Situation entstanden, in der China
so sagen es zumindest die Vertreter der deutschen Wirtschaft, zur Frontlinie der Digitalisierung geworden ist. Jörg Wuttke benutzte kürzlich den Begriff des Fitnessstudio für die deutsche Wirtschaft. Andererseits ist es aber ein System, das jederzeit und jeden überwachen kann und es auch tut. Offen und repressiv wie in Xinjiang oder heimlich wie bei den Nachrichten des Messenger-Dienstes WeChat, die dann einfach nicht ankommen. Welche Auswirkungen haben diese unterschiedlichen Aspekte des digitalen Autoritarismus oder vielleicht sogar der digitalen Diktatur auf die Zivilgesellschaft und Menschenrechte in China? Welche Bedeutung hat Chinas Gegenmodell für die Digitalisierung in Deutschland und Europa? Welche Handlungsspielräume haben wir in Deutschland und Europa, um auf die Menschenrechtslage in China einzuwirken? Und wenn wir den Blick in Richtung des globalen Südens weiten, wie attraktiv ist das chinesische Modell und was hat Europa dem entgegenzusetzen? Ich freue mich sehr darauf, heute Abend mit Ihnen darüber zu diskutieren, Sie durch diese spannende Diskussion zu leiten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, nochmal als Erinnerung, bitte schreiben Sie in die Q&As, in den Chat. Wir werden diese aufgreifen. Und jetzt würde ich gerne in die Diskussion mit den Eingangsstatements einsteigen, und zwar als erstes mit Frau Schö-Kupfer, die eine exzellente China-Kennerin ist, wie eingangs gesagt wurde, langjährige China-Korrespondentin, später viele Jahre am Think Tank Merix und nun Professorin in Trier, die sehr, sehr lange die chinesische Gesellschaft beobachtet. Frau Schö-Kupfer, wie blickt die chinesische Gesellschaft auf die digitalen Technologien? Ja, auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Die Marina Rudjak ist immer sehr bescheiden, aber das haben ihre Ausführungen gerade gezeigt. Natürlich selbst auch eine Kennerin und Expertin auf diesem Gebiet. Deswegen ist das eine umso größere Freude, jetzt auch so kompetent dann in der Moderation gemeinsam hier zu sein. Ja, die chinesische Gesellschaft und ihr Blick auf die Digitalisierung ist vor allen Dingen, das ist die allerwichtigste, banale, aber umso wichtigere Botschaft trotzdem, sehr vielseitig. Das ist ja oft auch, finde ich, eine Herausforderung für unsere Debatten generell. Der Begriff China wird ja oft synonym verwendet für die chinesische Regierung, für das Land, für die Kultur. Und dann eben die Gesellschaft, das läuft so ein bisschen unter ferner Liefen. Das sind entweder die Unterdrückten oder die Massen oder die Mitläufer. Man kennt vielleicht noch Jack Ma mittlerweile von Alibaba oder andere Namen. Aber ich glaube, das ist erstmal wichtig festzuhalten, dass wir, wenn wir über China sprechen, uns klar machen, das ist auf jeden Fall mehr als Xi Jinping und die Kommunistische Partei, sondern wir haben es mit einer sehr komplexen und dynamischen Gesellschaft zu tun. Und das sieht man in der Tat sehr gut im Bereich Digitalisierung. Erstmal würde ich sagen, grundsätzlich auch eine Pioniergesellschaft in vielerlei Hinsicht mit der Begeisterung, der Neugierde, auch mit der Geschwindigkeit, wie sich Menschen dort auch auf digitale Prozesse einstellen können, müssen. Fast eine nahezu komplett bargeldlose Gesellschaft, zumindest in den großen Städten, in den ländlichen Regionen, ist das noch etwas anders. Aber das ist, glaube ich, auch interessant für uns, auch mit einem lernenden Blick zu sehen, wie nutzen Menschen dort die Chancen, auch für ihre eigenen Interessen, die ja auch, wie gesagt, nicht immer übereinstimmen mit dem, was sich die Kommunistische Partei so vorstellt. Aber natürlich auch, wie werden die dadurch herausgefordert? Was bedeutet das für ältere Menschen beispielsweise, wenn man nur noch Taxis ordern und bezahlen können mit einem Smartphone? Also insofern ist China wirklich eine Pioniergesellschaft, von der wir in vielerlei Hinsicht, glaube ich, im herausfordernden Sinne, aber auch wirklich im anregenden Sinne lernen können. Ich möchte mal drei Aspekte jetzt herausgreifen, die vielleicht bei uns noch nicht so bekannt sind. Wir kennen sicherlich die chinesische Gesellschaft, die Konsumenten im Massenrausch, also die online in einem Tag am sogenannten Black Friday, wo es also Angebote noch und nöcher gibt von E-Commerce-Unternehmen, da zuschlagen. Und das ist so ein Aspekt, der bei uns mittlerweile bekannt ist. Die sind im absoluten Kaufrausch. Das andere Extrem sind dann die
Aktivisten und Aktivistinnen, Dissidenten, die das Internet für sich nutzen, um, soweit es möglich ist, noch sich auch in Gruppen auszutauschen, Dinge anzuregen. Das ist sehr viel schwieriger geworden. Das hat die Marina Rudjak jetzt eingehend auch erwähnt. Das gibt es natürlich aber noch, aber so die Hoffnung, dass das Internet jetzt zu einer digitalen Revolution führen würde, mit Blick auf dann auch wirklich der Festung der Macht der kommunistischen Partei Rüttel, das hat sich nicht erfüllt. Aber das sind so zwei Extreme, ist meine Wahrnehmung, die wir bei uns oft sehen. Und dann gibt es dazwischen so, ja, die Masse, die irgendwie zwischen die bequemen Mitläufer bis hin zu Unbeteiligten erscheinen. Aber wie gesagt, drei Aspekte möchte ich gerne jetzt dann noch kurz herausgreifen. Zum einen das Unternehmerische, mit dem die chinesische Gesellschaft die Digitalisierung sieht. Wie gesagt, Sie kennen sicherlich alle Alibaba, Tencent, Baidu, auch TikTok, das sind hier Namen. Aber wir haben darüber hinaus eine Reihe von wirklich sehr begeisterten und begeisterten jungen Menschen um die großen Städte wie Shenzhen, jetzt auch zunehmend wie Chengdu, wie Xi'an, Peking sowieso, die sich wirklich auch mit sehr viel Freude und Energie, natürlich auch mit dem Traum, ein zweiter Jack Ma zu werden, in Start-ups stürzen, Geschäftsmodelle natürlich teilweise übernehmen, die sie von anderen westlichen Unternehmen kennen, aber auch weiterentwickeln. Also dieses Unternehmerische, auch an den Universitäten wird das jetzt teilweise auch gefördert, dass man anstatt einer Abschlussarbeit dann eben doch direkt einen Businessplan schreibt. Das kennen wir hier auch, aber ich glaube noch nicht in dem Maße, wie das in den USA und jetzt auch in China gefördert wird. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, für uns spannend, also mit welcher Risikobereitschaft auch teilweise dort solche Dinge gemacht werden. Das Zweite ist das Kreative, die ganze Kreativwirtschaft. Ganz spannende digitale Internetliteratur, Communities, die gemeinsam also an Science-Fiction-Romanen arbeiten, auf ihre Leser eingehen, ganz kreative Game-Entwickler, die also auch ganz überwältigend für unsere Wahrnehmung bunte Welten schaffen. Auch Videoplattformen, wo es dann Kurzvideos gibt, die, und da komme ich zum dritten abschließenden Teil, oftmals auch sehr subtile Kritik bzw. Reflexion auch anbieten mit Blick auf die eigene Gesellschaft, wie sehr man sich auch dann oft vereinnahmen lässt von diesem Konsumrausch, ob der nicht auch politisch gefördert ist, dieses ganze rasante Tempo, was die Digitalwirtschaft auch eben vermittelt. Das findet man dann auch in solchen Videoplattformen, die erstmal nur aussehen, als ob sie irgendwelches Entertainment anbieten. Das dritte Element ist wirklich auch das Reflexive. Das taucht ja auch jetzt bei uns in dem Veranstaltungstitel auf. Und da finde ich ganz besonders bemerkenswert die IT-Ingenieure und Ingenieurinnen und auch teilweise Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Informatiker, die sich zum einen über zu Recht auch das sehr ausbeuterische System ihrer Arbeitswelt auch austauschen und sagen, wir werden wirklich von den Firmen benutzt, wir sind die Algorithmenschreiber, wir müssen 6 Tage die Woche von 9 bis 9 arbeiten und was macht das eigentlich mit uns und unseren Familien, aber auch dann, das sind ganz spannende Debatten, wie wertvoll, unsere Daten sind doch wertvoll, brauchen wir nicht doch wirklich auch mehr privaten Datenschutz, und nicht nur von Unternehmen, sondern auch von unseren Regierungsbehörden und auch ganz spannende Debatten zu Ethik. Also sollten wir nicht auch schon mitdenken, wenn wir jetzt im Bezug von künstlicher Intelligenz jetzt wirklich vorangehen und Dinge vorantreiben, was bedeutet das, welche Vorkehrungen müssen wir da treffen, jetzt im Kontext auf Wertesysteme, die uns auch wichtig sein sollten. Also diese drei Aspekte, das Unternehmerische, das Kreative und auch das Reflexive sind, glaube ich, Aspekte, die bei uns oft nicht so wahrgenommen werden, wenn wir jetzt an die chinesische Gesellschaft und Digitalisierung denken. Damit lasse ich es, denke ich, erstmal bewenden und ja, gebe zurück an unsere Moderatorin. Dankeschön. Vielen Dank an Christine Schrückupfer für diese spannende Einführung und den Dreiklang Unternehmertum, Kreativität, Reflexion, der, glaube ich, in der deutschen Debatte doch auch immer wieder die Fragen aufwirft, wie ist das eigentlich möglich? Wie kann eine Gesellschaft kreativ sein, wenn der Staat unterdrückt?
Und vielleicht werden wir darauf im Laufe des Abends zurückkommen. Jetzt würde ich aber gerne das Wort an Frau Jensen richten. Frau Jensen, Sie sind menschenrechtspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses und eine der sichtbarsten Stimmen zu China in der deutschen politischen Landschaft. Wie bewerten Sie die Entwicklung in China in den letzten Jahren? Jetzt gerade die zweite Amtszeit von Xi Jinping, und was leitet sich Ihrer Sicht nach daraus für die deutsche Politik ab? Ja, vielen Dank auch von meiner Seite auch für die Einladung und für die spannenden Eingangsworte von Ihnen beiden. Ich glaube, ich bin tatsächlich diejenige, die da noch am meisten von Ihnen auch lernen kann. Denn anders als Sie hatte ich die Möglichkeit, zwar einen ganz kurzen Aufenthalt in Shanghai und Peking mal mitzuerleben, aber das ist nichts, wo ich sagen würde, das hätte dazu beitragen können, dass China-Expertise vor Ort gesammelt wird. Ich bezweifle leider auch, und deswegen sind wir ja auch so, vielleicht das ist auch der erste Punkt, den ich machen möchte, ich bezweifle, dass ich momentan mit den Äußerungen, die wir auch im Ausschuss in den vergangenen Jahren getätigt haben, in nächster Zeit Möglichkeiten haben, unabhängige Reisen und auch dieserlei Reisen nach China zu unternehmen, die uns dann vielleicht auch wirklich weiterbringen würden in unseren Möglichkeiten, die eine China-Expertise von vor Ort und persönlich aufzubauen. Der erste Punkt, glaube ich, den auch die Bundesregierung, und das würde ich ein Stück weit anerkennend für die letzten Jahre hervorheben wollen, den die Bundesregierung, glaube ich, Stück für Stück jetzt verstanden hat, ist, dass es maßgeblich an China-Expertise im politischen Berlin, im politischen System, im Bundestag mangelt. Und zwar Expertinnen und Experten, auch wie Sie beide, die auch über viele Jahre von Recherche, von teilweise auch Auslandsaufenthalten ganz anders profitieren können und dieses Wissen eben auch weitergeben können in politische Entscheidungsgremien. Das ist etwas, was jetzt ja das Bundesministerium von Frau Karliczek mit aufgenommen hat. Ich bin da sehr dankbar für, weil ich glaube, dass es natürlich deutlich zu spät kommt, aber besser spät als nicht oder nie. Wir stellen natürlich, oder ich stelle auch in meiner Arbeit fest, dass die Lage in China sich mit Blick auf die Menschenrechtssituation, den Schutz von Menschenrechten, ganz allgemein dem internationalen Völkerrecht, in den letzten Jahren massiv verschlechtert hat. Möglicherweise massiv verschlechtert, aber auch in der öffentlichen Debatte, weil wir ja so, ich würde sagen, bummelig seit 2 Jahren, seit die China Cables im späten Herbst 2019 veröffentlicht wurden, ein großes Recherchenetzwerk aus international tätigen Journalisten hat dort beispielsweise, ja, ich sag mal, öffentlich zugängliche, teilweise auch hochsensible Daten ausgewertet. Und seitdem haben wir mehr oder minder auch ganz andere Möglichkeiten, über die Anwesenheit oder die Existenz von diesen Internierungslagern in der Region Xinjiang zu diskutieren, auch politisch zu bewerten, welche Auswirkungen und welche Konsequenzen sollte das oder kann das haben für die Zusammenarbeit und den politischen Austausch mit der Kommunistischen Partei. Und ich würde sagen, seit dieser Zeit ist auch die Debatte im Bundestag verändert geführt worden. Manchmal braucht es solche einschneidenden Ereignisse, nenne ich sie jetzt mal, oder Anlässe, weshalb sich eine Debatte verändert. Ich glaube, dass es zu spät war und wir jetzt in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt, nicht unbedingt geografisch gemeint, ein bisschen Aufholarbeit zu leisten haben. Und ich würde ein paar Punkte machen, wie man das machen kann. Aus meiner Sicht alles vor dem Hintergrund, dass ich jetzt über den Teil des Chinas oder der Volksrepublik spreche, den ich eher als kommunistische Parteiebene bezeichnen würde, weil das der Bereich ist, den ich festgestellt habe, der ganz anders agiert auch als möglicherweise die Bereiche, von denen Frau Professor Schick-Kupfer gerade sprach. Und ich glaube, das ist wichtig und das kann man für ganz viele Autokratien oder auch Länder allgemein ja sagen. Die Kanzlerin Merkel ist nicht Deutschland, genauso wenig ist Präsident Xi in der Volksrepublik China das Sinnbild Chinas. Aber teilweise
kommt das eben auch in der politischen Debatte so rüber. Deswegen beziehe ich mich jetzt vor allen Dingen auf die kommunistische Partei und wie wir in Deutschland, in Europa mit, ich sag mal, Amt- und Würdenträgern der kommunistischen Partei umgehen, weil das eigentlich unsere Ansprechpartner sind. Wir hätten teilweise gerne andere, das gebe ich auch zu. Also auch Zivilgesellschaft, auch kritische Stimmen aus China in einem politischen Dialog zu haben, ist sehr, sehr selten. Und wenn dann auch nicht von einem, ich sag mal, von einer Möglichkeit ehrlichen Austausches geprägt, sondern ich glaube, man bekommt es heutzutage eher hin, wenn man dann in China ist, diese Möglichkeiten zu nutzen, mit Menschen zu sprechen, die auch kritisch auf das System, wie die kommunistische Partei, Politik und das ganze Leben in der Volksrepublik denken, verstehen. Und deswegen sind wir eben da, das ist das Ende des ersten Punktes, sind wir sehr darauf angewiesen, dass Merricks, dass Professorinnen, Sinologie-Institute das Vakuum füllen, was wir teilweise auch vielleicht aus dem Bundestag, das würde ich auch selbstkritisch mit bestätigen, vielleicht manchmal zeichnen, dass China eben trotzdem innovativ denkende, auch sehr, sehr modern denkende im Hinblick auf Demokratie und Menschenrechte denkende Menschen hat, aber die eben in der internationalen Öffentlichkeit und auch bei uns im politischen Raum eben sehr, sehr wenig Gehör finden. Ich hatte schon angesprochen, aus meiner Einschätzung, aber korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie da andere Punkte sehen. Für mich war der einschneidende Punkt die Veröffentlichung der China Cables, weil ich den Eindruck hatte, seitdem wurde auch uns die kritische Meinung im Menschenrechtsausschuss, die wir schon über viele Legislaturen weiterentwickelt haben, mehr geglaubt und auch mehr darauf eingegangen, dass wir sie schon sehr, sehr lange hatten. Und seit November 2019 beschäftigt sich dadurch auch der Menschenrechtsausschuss nochmal viel intensiver mit der gesamten Frage, wie kann eigentlich auch die Politik der Bundesregierung sich weiterentwickeln und wie kann man darauf eingehen. Sorge bereitet mir, dass wir es derzeit ja mit einem Kanzlerkandidaten Armin Laschet zu tun haben, der doch, glaube ich, sehr in der Rolle der Kanzlerin verbleiben wird. Es gab ein Zitat, was mir aufgefallen ist in der Financial Times, wo er sinngemäß gesagt hat, es war ein englisches Zitat logischerweise, wo er gesagt hat, man sollte natürlich schon auch kritische Töne finden, mit Blick auf die Volksrepublik beispielsweise. Er wäre sich aber nicht sicher, ob es immer dieses laute, aggressive Aussprechen von kritischen Tönen dazu führt, dass die Menschenrechtslage sich in einem Land tatsächlich verbessert. Das war jetzt sehr allgemein. Diese These oder diese Frage, die er in den Raum stellte, die wird nicht nur von ihm in den Raum gestellt, sondern auch von vielen Mitgliedern der Bundesregierung nach wie vor. Und da habe ich ganz persönlich eine dezidiert andere Haltung. Ich glaube, dass die Volksrepublik oder die kommunistische Partei testet mit der Art und Weise, wie sie beispielsweise in Xinjiang, in Hongkong auch, was das immer wieder Eintreten in die Luftgrenzen Taiwans angeht, testet, wie weit der Spielraum für ein Agieren ist, was eigentlich schon am Rande oder definitiv Völkerrechtsbrüche bedeutet, ohne beziehungsweise bis die internationale Gemeinschaft auf die eine oder andere Art und Weise reagiert. Und ich glaube, dass solche Äußerungen wie von Armin Laschet, die Kanzlerin ist aber in einer ähnlichen Argumentationsstruktur immer aufgetreten, ich glaube nicht, dass das dazu beitragen wird, dass wir meine ich nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch große Teile Europas und der westlichen Welt, nicht unbedingt gut und glaubwürdig vertreten können, was wir eigentlich erwarten. Wir erwarten ja nicht ein zu 100% deckungsgleiches Verständnis von Menschenrechten zwischen der Volksrepublik und der westlichen Welt, sondern wir erwarten, dass Rahmenbedingungen und internationales Recht gehört dazu, eingehalten werden, vor allen Dingen, wenn sie auch in entsprechenden Verträgen, und das sind eben ja nicht nur die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sondern das sind auch ganz, ganz knallharte Wirtschaftsverträge, die ja auch in den letzten Monaten vereinbart wurden, wie das Comprehensive Agreement on Investment zwischen der EU und China abgeschlossen werden, beziehungsweise geeint verkündet werden.
an solchen Beispielen merkt man dann, dass Europa hinter seinen eigenen Erwartungen an die Weltgemeinschaft zurückbleibt. Und das würde ich in der Volksrepublik, wenn ich quasi Teil der kommunistischen Partei wäre, auch in diesem Rahmen verstehen und interpretieren, dass man doch da noch einigen Spielraum hat. Und dass nicht nur um Wettbewerbsgleichheit geht, sondern dass es auch darum geht, Europa theoretisch noch ein bisschen mehr abzufordern. Und ich würde dafür plädieren, dass die Bundesrepublik, aber auch die Europäische Union deutlich selbstbewusster auftritt. Denn es gibt keine einseitige Abhängigkeit zur Volksrepublik, sondern es ist eine vielbefahrene Straße in beide Richtungen und keine Einbahnstraße. Und ich glaube, dass wir da auch in Zukunft gemeinsam stärker verhandeln sollten, weil nichts anderes tut auch die kommunistische Partei. Ein zweiter Punkt, vor dem ich warnen möchte, ist die Unterscheidung, und das macht sich auch die kommunistische Partei häufig im Umgang mit auch mit deutschen Parlamentarierinnen zu eigen, die Unterscheidung zwischen, ich sag mal, den Menschenrechtlern und den in Anführungsstrichen eher nervig auftretenden Menschen wie uns und den Politikerinnen, die zum Beispiel im Wirtschafts- oder im Umwelt- und Energieausschuss in Ausschüssen arbeiten und dementsprechend auch Delegationen in die Volksrepublik unternehmen können, die an diesem, wie verändern wir oder wie bereiten wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen weiter auf, mitarbeiten. Und wenn wir dort einen Keil zwischen auch deutsche Parlamentarierinnen treiben lassen, dann schwindet die Verhandlungsgrundlage, die es uns eigentlich ermöglichen könnte, ein gemeinsames Bild zu zeichnen, wie wir uns zukünftig Handel, Arbeiten, Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, aber eben auch gemeinsame Menschenrechts- oder umweltpolitische Fragen mit der Volksrepublik vorstellen. Weil es gibt ja viele Bereiche, in denen wir auch darauf angewiesen sind, aber China am Ende auch, dass Herausforderungen mit globalen oder groß abgestimmten Lösungen einhergehen. Die Kanzlerin nennt da natürlich immer den Umwelt- und Klimabereich. Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, ich sag mal, internationales Recht, Menschenrechte, kritische Fragen dort auszuklammern, wo man darauf angewiesen ist, dass die Volksrepublik mitmacht, sondern einen stetigen Prozess zu finden, wie man trotzdem in der Lage sein kann, auch einen Dialog in beide Richtungen zu führen. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo die nächste Bundesregierung eine große Herausforderung vor sich hat. Denn wir sind darauf angewiesen, dass die Volksrepublik China an vielen Dingen mit am Tisch sitzt. Aber umgekehrt sind wir auch darauf angewiesen, glaubwürdig zu bleiben bei ganz elementaren Fragen, die sich die Weltgemeinschaft eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mal vereinbart hat, wo übrigens maßgeblich auch Chinesen an diesen Erklärungen mitgearbeitet haben. Und ich glaube, daran können wir politisch immer wieder erinnern und die Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten, auch wenn ich, das ist der letzte Punkt, zugeben muss, dass es derzeit gerade für uns im Menschenrechtsausschuss, auch für mich persönlich, sehr, sehr schwierig ist, ein Gespräch, einen Dialog mit der chinesischen Seite zu führen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber uns bleiben immer weniger Möglichkeiten, diesen Dialog anzustrengen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob vielleicht auch heute im Laufe des Abends Vorschläge kommen, wie man das vielleicht noch anpassen kann. Ich glaube, dass uns das Thema weiterhin mehr denn je beschäftigen wird und muss. Und dass die Bundesregierung, wie gesagt, bei den Koalitionsverhandlungen da sicherlich ein paar große Diskussionsteile auch auf diesen Bereich verwenden wird. Vielen Dank, Frau Jensen, für diesen umfangreichen Abriss über die deutsche Sicht, der, glaube ich, ganz viele Komplexitäten aufzeigt. Es gibt inzwischen sehr viele Fragen im Chat und wir werden gleich darauf eingehen. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch ganz kurz den beiden Panelistinnen die Möglichkeit geben, aufeinander einzugehen und möchte gerne einen Punkt von Frau Jensen aufgreifen, und das ist die Einheit im Auftreten.
und zwar sowohl bei Europa als auch auf der deutschen Seite, zwischen den Ressorts, zwischen den PolitikerInnen. Sie haben gesagt, die chinesische Seite versucht, immer wieder einen Keil zu treiben zwischen denjenigen, die eher als sozusagen wirtschaftlich orientiert eingesehen werden und zwischen den Menschenrechtlern. Und das ist tatsächlich etwas, was auch ich in der Politikberatung immer wieder höre. Die chinesische Seite kommt perfekt vorbereitet und spricht mit einer Stimme. Bei der deutschen Seite stellen wir immer wieder fest, es gibt Ressorts, die freuen sich, mit China zu sprechen und machen die eine Sache, es gibt Ressorts, die machen die andere Sache. Das ist etwas, was natürlich auch sich auf die Glaubwürdigkeit der deutschen, der europäischen Position abfärbt. Frau Schröck-Kupfer, wie wird angesichts dieser Positionierung Deutschland und vielleicht auch Europa in China eigentlich gesehen? Ja, zunächst mal, also ich kann dem natürlich nur zustimmen. Das wäre in der Tat ideal, sich da mehr zu koordinieren in der Außendarstellung. Ich meine, ich glaube, der Schlüssel dazu, wenn ich das vorweg schicken darf, dann gehe ich natürlich auch sofort auf die Frage ein, liegt darin einfach diesen Gegensatz zwischen Menschenrechten, Werten auf der einen Seite und wirtschaftlichen Interessen auf der anderen Seite, der, glaube ich, manchmal auch von China bewusst befördert wird, weil die chinesische Regierung genau weiß, das trägt dazu bei, zu dem, was die Frau Jensen geschildert hat. Aber einfach zu sagen, naja, wir haben beide Seiten haben Interesse an verbindlichen rechtsstaatlichen Regelungen. Die brauchen wir sowohl für den Menschenrechts- und den Wertekontext, aber auch als für das unternehmerische Interagieren mit China. Und das ist ja auch bei deutschen, europäischen, japanischen, amerikanischen Unternehmen jetzt zunehmend deutlich geworden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass diese auch als nicht nur diese Stagnation mit Blick auf jetzt Marktzugang, Schutz von geistigem Eigentum, aber auch diese Ausweitung, die China jetzt eigentlich betreibt mit beispielsweise diese extraterritoriale Anwendung jetzt im Kontext von des neuen Datenschutzrechts. Wir hatten das im Bereich nationale Sicherheit sowieso jetzt schon, aber das im Kontext des neuen Datenschutzrechts jetzt auch beispielsweise ausländische Institutionen, Nichtregierungsinstitutionen, Stiftungen, Regierungen verklagt werden können, belangt werden können von chinesischer Seite, wenn sie irgendwie Datendiskriminierung mit Blick auf chinesische Unternehmen betreiben. Also das sind, ich glaube, diese Ausweitung jetzt auch wirklich von Rechtsnormen von chinesischer Seite sollte also auch für Unternehmen, aber für alle Institutionen da eine Warnung sein. Jetzt habe ich schon lange geredet, ohne auf die Frage einzugehen. Das mache ich jetzt aber auch noch. Ja, die Wahrnehmung ist in der Tat jetzt von Seiten der chinesischen Regierung genau diese, dass man sich da auseinander dividieren lässt. Und deswegen betont man, glaube ich, auch wirklich diese oftmals gegenüber dann europäischen oder der deutschen Seite versucht, diesen Widerspruch aufzumachen. Und ich glaube, wir sollten uns dem entgegenstellen und zu sagen, die gemeinsame Grundlage, auf der wir interagieren sollten, ist eben Rechtsstaatlichkeit und Verbindlichkeit und klar auch abzugrenzende Normen. Jetzt noch eine Abschlussbemerkung. Ich habe gerade gestern mit einem chinesischen Kollegen sprechen können, der sagte, der Journalist, aber bei einer parteistaatlichen Medium sagt, also die chinesische Regierung wird Merkel ziemlich hinterher trauern. Man macht sich jetzt doch, also sowohl auch mit Blick auf Armin Laschet, gut, den kennt man noch nicht so gut, aber man nimmt schon wahr, dass das auch innerhalb der CDU es da Stimmen gibt, die auf einen stärkeren Kurs dringen, als auch mit Annalena Baerbock sowieso, ne, dass man da doch sehr viel mehr auch Spannung und Konfrontation jetzt en gros von der mögliche, also neu zu bildenden Regierung erwartet. Also das ist auch interessant, dass Merkel dann doch immer so etwas als Vermittlerin, ausgleichende Person gilt. Und das muss man natürlich auch sagen, in China dann in der öffentlichen Diskussion diese natürlich sehr wichtige, aber diese Feinwahrnehmung der unterschiedlichen Ressorts, das nicht so thematisiert wird, sondern natürlich dann eher in der internen Vorbereitung von der chinesischen Delegation. Ja, ich belasse es erstmal dabei. Vielen Dank. Wir wollen nochmal in das System Chinas reinblicken und zwar mit einer Frage von Peter Flesch. Er fragt sich, wie stabil ein totalitäres System mit der Kontrollmanie unter anderem durch das Social Credit System auf Dauer sein kann. Vielleicht, Frau Kupferschi, können Sie uns erst noch mal kurz erklären, was das Social Credit System überhaupt ist und Ihre Einschätzung geben, ob das eher stabilisiert oder vielleicht sogar destabilisierend wirkt.
Ja, das ist natürlich eigentlich ein Thema für den ganzen Abend. Aber das soziale Bonitätssystem oder Social Scoring System, das ist erstmal wichtig, bezieht sich sowohl auf Bürger, Bürgerinnen als auch auf Unternehmen, Unternehmerinnen und deren Manager, sowohl ausländische als auch chinesische Unternehmen und damit auch ausländische Managerinnen oder auch beispielsweise Führungspersönlichkeiten von ausländischen Stiftungen in China, hat zwei Ebenen. Zunächst ist mal etwas, und das ist ja auch das, was die chinesische Regierung immer wieder sehr stark in den Vordergrund stellt, das soll Bürger und Unternehmen dazu erziehen, sich an die Rechtsnormen zu halten, an bestehende Gesetze, an Umweltauflagen, im unternehmerischen Falle Arbeitsschutzauflagen und Bürger eben zur Zahlungsmoral, zu besserem Verkehrsverhalten und so dadurch erziehen, anleiten. Das ist die eine Ebene, da kann man natürlich zu Recht sagen, das ist nicht verkehrt, ne? Dieses Erzieherische mit einem gewissen Belohnungsanreiz oder auch Bestrafungsanreiz, das ist dann auch entsprechend damit verbunden, schön und gut. Aber der andere Aspekt, und der ist noch nicht so sichtbar, das sehen wir nur auf regionaler Ebene schon, aber auch gerade mit Blick auch auf auch unternehmerischer Ebene, aber auch dann mit Blick auf Privatpersonen, Kriterien, die jetzt mal nicht nur auf Verkehrsvergehen oder mangelnde Zahlungsmoral hindeuten, sondern schon auch ein bisschen in die Richtung gehen, Äußerungen im Internet beispielsweise oder inwieweit auch eine Person die soziale Ordnung möglicherweise gefährdet, ein Unternehmen irgendwie sich schädlich äußert in Bezug auf bestimmte chinesische Ziele. Und das ist natürlich etwas, was schnell auch missbraucht werden kann, dann gegenüber einzelnen Personen oder Unternehmerinnen und Unternehmern. Ne? Und natürlich auch dieser Anspruch, der noch nicht erfüllt ist. Und auch chinesische Expertinnen und Experten sagen, na, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also wir haben jetzt noch nicht diese eine Datenbank, wo sämtliche Datenflüsse zusammenfließen, sondern das ist noch ein bisschen fragmentierter. Wir haben das in einzelnen Bereichen, sogenannte schwarze Listen oder auch rote Listen. Rot ist in China positiv besetzt, die Vorbilder. Aber diese schwarzen Listen gibt es in einzelnen Bereichen. Also das ist etwas, und da kommen auch die Reibungen mit der chinesischen Gesellschaft den Unternehmern ganz gut zu tragen, wo auch Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, naja, wir wissen schon, für unsere Kunden, die Daten sind wertvoll. Wir wollen die jetzt auch nicht so völlig ohne weiteres an diese Regierungsdatenbank weiterleiten. Natürlich kann man Druck auf die ausüben und das geschieht ja jetzt auch teilweise. Aber auch einzelne Behörden in China sagen, naja, Daten sind wertvoll, warum sollen wir die einfach so weiterleiten an eine zentralisierte Datenbank? Also da gibt es auch viel Reibung und durchaus ein bisschen auch nach wie vor vorhandene Fragmentierung. Aber der Anspruch ist natürlich in dem Maße, wie es dann auch mit Hardware, mit Überwachungskameras und Apps auf Handys und so einhergeht, ist natürlich etwas, was aus unserer Sicht und auch aus Sicht, Stichwort Datenschutz, schon auch bestimmten Gruppen innerhalb der chinesischen Gesellschaft problematisch ist. Aus Sicht der Regierung hat es natürlich einen stabilisierenden Effekt und sicherlich ganz klar. Destabilisierenden Effekt sehe ich jetzt nicht direkt, das insofern, als das könnte nur auftreten, und das ist schon auch etwas, was man auch in China wahrnimmt, wenn das jetzt irgendwie unterminiert wird, wenn das manipuliert wird, wenn angefangen wird, Handel mit bestimmten Punkten zu treiben, was wir auch schon beobachten konnten. Also wenn die chinesische Regierung es nicht schafft, sozusagen wirklich die Datenflüsse und die verbundenen Bewertungsskalen wirklich völlig unter ihre Kontrolle zu haben, dass so ein bisschen kriminalisiert wird, ne? Also auch von Hackern oder so angegriffen wird. Aber grundsätzlich, so wie es jetzt aufgelegt ist, ist es erstmal was vor allen Dingen natürlich die Kontrolle, den Zugriff auch über Rechtsnormen der chinesischen Regierung stärkt. Vielen Dank für diese Antwort. Ich musste bei dem Thema Handel gerade an diesen Bericht denken über Social Credit Point Farmen, wo Handys sozusagen so gekippt wurden hin und her, um zu simulieren, dass jemand läuft und sozusagen über Gesundheitstraining seine Social Credit Punkte steigert. Das als Schwank auf der Seite. Aber
Ich würde gerne eine Frage an Frau Jensen richten. Und zwar könnte man ja eigentlich auch ganz kritisch in Deutschland in Richtung Überwachungsstaat fragen. Es gibt ja Wirtschaftsjuristen, die sagen, naja, das Sozialkreditsystem ist jetzt eigentlich ja mit der Schufa vergleichbar. Wir haben in Deutschland den Staatstrojaner, es gibt nicht zuletzt Facebook. Es gibt also nicht nur im digitalen Autoritarismus bzw. Leninismus Überwachungsdynamiken, sondern auch im digitalen Kapitalismus. Wo sind da die Unterschiede und welche Argumente könnte man jemandem entgegnen, der diesen Vergleich macht? Also der Vergleich hinkt natürlich, das will ich gleich zu Beginn sagen. Die Frage ist aber insofern aktuell auch für uns in der Fraktion von großer Relevanz, weil wir gerade heute in der Bundespressekonferenz als Fraktion Verfassungsbeschwerde oder unsere Verfassungsbeschwerde vorgestellt haben, die wir als Fraktion gegen die neuen Befugnisse, die ja der sogenannte Staatstrojaner mit sich bringt, für die Inlandsgeheimdienste eingelegt haben. Die haben wir heute vorgestellt. Ich würde trotzdem niemals überhaupt diese Debatte versuchen, irgendwie zu vergleichen und das System oder auch die Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland mit dem System oder den Gegebenheiten in der Volksrepublik zu vergleichen, weil eben genau deswegen, wir haben die Möglichkeiten, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Wir haben die Möglichkeiten, dass unabhängige Gerichte unsere Beschwerden, die Art und Weise, wie wir glauben, wie der Rechtsstaat ausgestaltet sein muss oder besser funktionieren kann, zu bewerten. Wir haben die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Diese Möglichkeiten, die gibt es ja in der Volksrepublik in der Form nicht. Ich fand es gerade auch ganz spannend, dass Professor Schierkupfer sagte, ja, und das hätte ich ähnlich beantwortet fast, ohne dass ich viel mit Menschen aus China darüber gesprochen hätte, weil es ja von der Grundannahme auch der, glaube ich, der kommunistischen Partei, warum ein solches Social Scoring-System durchaus sinnvoll für die Bevölkerung wirken kann, ist ja, wenn man sich an Regeln hält, dann hat man ja auch gar nichts zu befürchten. Und wenn die Regeln sich verändern, dann verändert man eben sein Verhalten. Das sagte mir ein Student, den ich in Beijing traf, als ich da war. Der sagte, aber ich weiß ja, was von mir erwartet wird. Und ich halte mich dann einfach daran. Und dann kann ich ja auch damit rechnen, dass mein Social Scoring-Konto immer im roten Bereich oder im positiven Bereich liegt. Unsere Annahme, auch meine freidemokratische, liberale Haltung ist ja, es muss Möglichkeiten geben, Regeln zu brechen. Und zwar natürlich mit persönlichen Konsequenzen, die dann möglicherweise davongetragen werden. Aber wenn ich in der Art und Weise, wie dieses Scoring-System in China möglicherweise arbeiten wird, und vor 2 Jahren, als wir da waren, haben wir mit Unternehmen darüber gesprochen, die haben gesagt, zu diesem Zeitpunkt können wir ihnen noch nicht sagen, was das möglicherweise auch für ausländische Unternehmen wie uns bedeutet, wie weitreichend Konsequenzen auch persönlicher Natur bei schlechten Werten in diesem Scoring-System eigentlich reichen werden, welche Konsequenzen das für uns hat. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die rechtliche Unsicherheit, was die Auswirkungen anbelangt, die können wir in Deutschland ja so überhaupt nicht subsumieren. Und das ist das Gute daran. Und deswegen würde ich es nicht vergleichen, aber auch hier ist es wichtig, in Deutschland immer wieder auch genau hinzuschauen und auch in der Lage sein zu können. Und das haben wir eben heute mit, deswegen passte das Beispiel jetzt gerade, auch getan. Und wir sind gespannt, wie diese Verfassungsbeschwerde am Ende bewertet und verarbeitet werden wird. Ich möchte noch mal eine Publikumsfrage einbringen für Sie, Frau Jensen. Weil Sie ja eben auch schon gesagt hatten, dass der Umgang auch aus deutscher Seite mit China immer schwieriger geworden ist. Und hier fragt Markus Menrath ganz praktisch, wie sollten denn Kommunen und Städte, die im Austausch mit chinesischen Partnerstädten stehen, im Rahmen der Menschenrechte im Dialog dann mit solchen Delegationen umgehen? Wie wird ein Gesichtsverlust vermieden, sodass ein konstruktiver Austausch gerade eben auf dieser Ebene auch vorangebracht wird? Vielleicht haben Sie da Ideen und Vorschläge. Also es gibt gerade in der letzten Zeit auch viele, sag mal, ganz klassische Städtepartnerschaften, die sich zum Beispiel mit der Situation und mit der Lage Taiwans solidarisieren und auch mit Hongkong, die systematisch die taiwanische Flagge hissen oder auch die Hongkonger
Flagge hissen. Das eckt natürlich an. Und ich würde auch niemals sagen, dass Städtepartnerschaften oder auch die lokalen Ebenen, kommunalen Ebenen den Austausch versuchen sollten zu blocken, weil das ist nicht unser Ziel. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich glaube aber, dass wir immer wieder deutlich machen müssen, und da trägt natürlich dann auch, das trägt zu unserer Glaubwürdigkeit auf jeglicher politischen Ebene bei, wenn man, und das erlebe ich viel von zumindest auch liberaler Seite, dass Kolleginnen und Kollegen, die kommunalpolitisch aktiv sind, auch mit uns in den Austausch treten und sagen, was würdet ihr uns denn empfehlen? Wie sollen wir das machen? Wir haben eine Delegation, die kommt. Gibt es Dinge, die aus eurer Sicht angesprochen werden sollten? Das ist ja im Grunde genau das, was auch die chinesische Seite immer wieder tut. Sie hüllt, steter Tropfen hüllt den Stein, Mechanismus. An jeder Stelle mit der gleichen Argumentation, das Narrativ, interne Angelegenheiten sind unsere Sache. Da bitten wir sie, sich nicht einzumischen. Wir haben es in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschafft, mehrere hundert Millionen Menschen aus der Armut zu bringen. Das ist ein riesiger Vorteil. Auch das trägt positiv zu den Menschenrechten und Menschenrechtsschutz bei. Das ist ja so die Art und Weise, wie die chinesische Seite argumentiert. Und ich würde uns nichts anderes empfehlen. Einen ganz wichtigen Punkt, und an dem bin ich auch seit einiger Zeit dran, den hat Frau Professor Schick-Kupfer vorhin gemacht, und zwar vielleicht nicht an jeder Stelle den Begriff, und ich will ihn gar nicht quasi verleugnen, Menschenrechte zu nutzen, sondern über den Ansatz Vertragssicherheit und Verlässlichkeit zu gehen, weil das ist ja etwas, was man auf sämtliche Bereiche ausdehnen kann und wo man eine Erwartungshaltung schafft, die sozusagen sowohl für die wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Ebene gilt. Nämlich, wenn wir uns darauf verlassen können, dass ein Vertrag eingehalten wird, dann trägt das positiv zur Wettbewerbsfähigkeit eures Landes, des Unternehmens, unserer Kooperation bei. Und da kann man alles drunter subsumieren. Und diese Wahrheit in einigen Bereichen, glaube ich, die chinesische Seite sehr, sehr perfektioniert hat, die könnte man, glaube ich, genauso auch teilweise von deutscher oder von europäischer Seite anwenden, ohne die eigene Linie dabei zu verlassen. Ich würde sehr gerne an diesen Punkt einhacken, auch weil er mit dem Thema China-Kompetenz zu tun hat, den Sie, Frau Jensen, eingangs angesprochen haben. Und das ist, dass wir einerseits die Situation haben, dass Kernbegriffe der internationalen Beziehungen in Deutschland bzw. Europa und China unterschiedlich besetzt sind oder auch im Diskurssystem der kommunistischen Partei ganz bewusst umdefiniert werden. Und diese unterschiedlichen Definitionen den Akteurinnen und Akteuren in Deutschland oft nicht bekannt sind. Menschenrechte ist ein Beispiel. Also eine Kollegin hat anekdotisch erzählt von einer Bundestagsdelegation, die nach China fuhr, zurückkam und sagte, wir haben über Menschenrechte gesprochen. Die reden ganz offen über Menschenrechte. Wo ist denn das Problem? Und gleichzeitig erleben wir aktuell im UN-System, dass China sehr proaktiv versucht, den Menschenrechtsbegriff umzudefinieren, nämlich weg von der Universalität der Menschenrechte hin zu einer Hierarchie von Menschenrechten mit dem Recht auf Entwicklung als dem höchsten. Und ich hatte eingangs gesagt, Entwicklung ist vor allem technologiezentrierte Modernisierung und Stabilität. Gleiches haben wir beim Multilateralismus. Wir hatten Klaus Schwab, der beim Weltwirtschaftsforum Xi Jinping dankte dafür, dass er sich für Multilateralismus einsetzt, ohne vermutlich zu wissen, dass der Multilateralismus aus der Perspektive von Xi Jinping eine Ablehnung der etablierten Regeln ist, weil die ja unfair sind, sondern ein Neuaufbau von Regeln durch Konsultation mit China beziehungsweise Ablehnung jeder Art von internationalen Normen, an denen China nicht beteiligt war. Das heißt, umgekehrt, wir brauchen auf der Seite der Kommunen, und da ist jetzt diese Initiative, die das BMBF gestartet hat, extrem viel Kapazitätenaufbau dazu, wie sind denn eigentlich die unterschiedlichen Definitionen? Und gleichzeitig ist es etwas, was schwierig ist, weil auf der einen Seite, wie Sie sagen, wir haben in der Politik nicht sehr viel China-Kompetenz. Auf der Seite der Wissenschaft sind wir, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich wird mir Frau Schick-Kupfer zustimmen, auch gar nicht so viele.
Also wir haben, glaube ich, deutschlandweit so viele Sinologie-Professoren wie Amerikanistik-Professoren am Kennedy-Institut in Berlin. Gleichzeitig, ne, wie Sie sagen, ist es für Politikerinnen und Politiker sehr schwer geworden, nach China zu reisen. Jetzt mit Covid ist es auf absehbare Zeit unmöglich, zumindest bis die Auffrischung mit BioNTech in China erfolgt ist und somit die gegenseitige Anerkennung der Impfstoffe zwangsweise folgen muss. Frage daher an Sie beide, wie schließen wir diese riesige Lücke? Was müsste passieren aus der Sicht sozusagen der Wissenschaft und der Think-Tank-Landschaft? Was müsste passieren aus der Sicht der Politik in dieser hochkomplexen Situation? Vielleicht Frau Schuh-Kupfer? Ja, sehr gerne. Ich meine, Sie haben schon einige wichtige Aspekte angesprochen. Das hatten wir auch vorhin in der Diskussion schon mal. Ich glaube einfach, da ist eine ganz klare Asymmetrie in der Auseinandersetzung und auch in der Gründlichkeit der Vorbereitung des Studiums, des genauen Hinschauens und Analysierens, die chinesische Regierung, aber auch chinesische Wissenschaftler, also viele Akteure haben mit Blick auf Europa oder auch Deutschland, wo sehr viel mehr Ressourcen, sehr viel mehr Zeit, das hängt ja dann alles zusammen, auch reinfließt, als es bei uns umgekehrt der Fall ist. Also das ist in der Tat, glaube ich, mal sehr, sehr grundsätzlich festzuhalten. Und dann natürlich auch solche Begrifflichkeiten, wie Sie sie gerade erwähnt haben, und auch Schutz von privaten Daten ist eigentlich ein weiteres gutes Beispiel. Auch da sagt die chinesische Regierung mittlerweile, ja, das ist uns wichtig. Es gibt ja auch jetzt entsprechende gesetzliche Regelungen, die sich in diese Richtung entwickeln. Es ist teilweise schon in bestehenden Gesetzen aufgenommen. Und das ist natürlich auch zunächst ein Gesprächsanlass, jetzt erstmal unabhängig davon, was die beiden Seiten genau davon meinen, zu sagen, oh, das ist ein Thema, auf jeden Fall, da kommen wir miteinander ins Gespräch. Das ist ja erstmal auch nach wie vor gut und wichtig. Aber dann schon auch zu sagen, was versteht ihr denn genau darunter? Heißt Schutz von privaten Daten jetzt nur gegenüber Unternehmen, im unternehmerischen Kontext, das sollen nur die Unternehmen machen, das ist in China der primäre Ansatz, weil die Regierungsstellen argumentieren, bei uns sind die Daten ja sicher, muss sich keiner Sorgen machen, alles gut, wir haben das im Griff sozusagen und die Verantwortung da eher auf die Unternehmen schiebt, aber da haben wir auch gesehen, dass Datenleaks auch teilweise dadurch zustande gekommen sind, dass eben lokale Regierungsbehörden eben Daten weitergegeben haben. Deswegen, ich glaube aber schon, diese Begrifflichkeiten zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen, dann genauer nachzufragen. Und ich glaube, was uns da helfen könnte, ist auch wirklich genauer nach China reinzuschauen, die Debatten zu analysieren, dass man nicht immer so mit dem Gefühl der chinesischen Seite gegenüber auftritt, ja, nach unseren, ihr müsst verstehen, hier unsere Standards, natürlich auch zu betonen, dass Menschenrechte beispielsweise was Universelles sind. Das hat auch die damalige Vertretung Chinas somit unterschrieben. China ist daran auch gebunden, die chinesische Regierung. Darauf kann und sollten wir uns auch beziehen. Das ist ein rechtlicher Rahmen, auch für die chinesische Bevölkerung, das ist wichtig zu machen. Wir legen hier nicht westliche Maßstäbe an, sondern etwas, was eure Regierung mit unterschrieben hat. Aber dann darüber hinaus auch zu signalisieren, der chinesischen Regierung, bei euch gibt es darüber auch Debatten, da gibt es auch Kontroversen. Es gibt auch unterschiedliches Verständnis, privater Datenschutz, wie weit das gehen soll, Ethik, was heißt genau beispielsweise Pressefreiheit. Das ist natürlich jetzt in China sehr stark eingeschränkt worden. Das ist nicht mehr so kontrovers sichtbar, aber ich glaube, in vielen Bereichen könnten wir auch das stärker nutzen, um der chinesischen Regierung zu sagen, das sind jetzt nicht unsere Argumente oder unsere Interessen, sondern wir haben bei euch genau hingeschaut und bei euch gibt es da auch durchaus Wissenschaftler und Experten, die das so sehen. Ich glaube, das sollten wir auch viel mehr nutzen und da ist natürlich auch dann Chinesisch und China-Kompetenz und Marina Rudjak und andere sind ja auch daran beteiligt, dann ebenso wertvoll. Genau. Ich würde vielleicht nur ganz kurz ergänzen, weil ich auch teilweise mit meinen Antworten viel zu lange bin. Das tut mir leid. Ich auch. Ja, aber also ich lerne hier dazu. Ich möchte nur ergänzen, da wo es, glaube ich, ganz, ganz deutlich wird, dass wir uns auch politisch noch mehr, auch mit der Art und Weise oder auch der Innenpolitik in China mehr beschäftigen müssen. Und ich glaube, das könnte man zum Beispiel tun, indem wir nicht nur, ich sag mal, die State of the Union Address in den USA
maßgeblich hier auch politisch begleiten, verfolgen. Dass wir nicht nur eine öffentliche Debatte im Bundestag, im Plenum dazu führen, wenn Europäischer Rat war. All das ist natürlich trotzdem wichtig. Anfang Juli hat die Kommunistische Partei 100 Jahre Jubiläum gefeiert. Das war ein riesen Brimborium. Ich habe hiervon, also im politischen Berlin, in der politischen Debatte nur sehr, sehr wenig gehört. Ich hatte rund um den Zeitpunkt einen Austausch mit einigen Expertinnen bei Merricks. Und die haben natürlich extrem hingeschaut. Die haben das, glaube ich, sogar live auch die ganzen Paraden gesehen und haben, machen sich teilweise auch sehr berechtigt aus meiner Sicht große Sorgen über auch die Art und Weise der Kriegsrhetorik, die dort verwendet wird. Ich würde mir wünschen, dass das politisch aufgenommen wird, weil dann sind sie ja auch erst in der Lage, eine öffentliche Debatte darüber zu suchen, die ja dann nicht nur in der Politik auf der politischen Ebene bleibt, sondern die in sämtliche gesellschaftliche Ebenen einsickert. Und einsickert meine ich nicht im negativen Sinne, sondern eine Beschäftigung mit dem System, die fällt ja auch mir noch schwer nach jetzt gerade 4 Jahren Bundestag, weil sie doch teilweise nur an der Oberfläche kratzen kann, weil wir uns noch nicht wirklich eingehend mit dem gesamten System Chinas beschäftigen. Und deswegen sind natürlich solche Abendveranstaltungen unheimlich wichtig. Und sie tragen dazu bei, dass die öffentliche Meinung einfach angespornt wird. Vielleicht nur der letzte Punkt zum Multilateralismus. Die letzten 4 Jahre Trump-Administration in den USA hat maßgeblich befeuert, dass die Volksrepublik China genau das Gegenteil machen konnte. Nämlich Trump hat sich systematisch aus multilateralen Initiativen, aus UN-Bodies zurückgezogen. Und im gleichen Zuge ist die Kommunistische Partei und die Volksrepublik China in diese Lücke, die aufklaffte, hineingegangen. Ich habe vor einigen Jahren, gefühlt schon über 10 Jahre her, noch nicht ganz so lange, eine Zeit lang an der Abrüstungskonferenz in Genf ein Praktikum gemacht. Und da wurde China noch die sogenannte Group of One genannt. Das ist nicht mehr der Fall. China ist dort nicht mehr isoliert, sondern ich würde sagen, es hat systematisch in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sie Großteile auch im Menschenrechtsrat der Staaten so eingeschlossen und einbezogen haben in ihre Art der, ich sag mal, Normenbildung, wie wir zukünftig möglicherweise über Menschenrechte diskutieren müssen, weil es die Mehrheit so der Staaten im Menschenrechtsrat beispielsweise verlangt, dass die westliche oder die ursprüngliche oder Interpretation von, was verstehen wir unter der Universalität der Menschenrechte, in der Minderheit ist. Und das darf nicht unser Ziel sein. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den Boden, den wir verloren haben unter Trump, wieder gut machen. Und ich glaube, jemand wie Präsident Biden, aber auch ganz explizit Außenminister Blinken, hat in diesen paar Monaten, die er im Amt ist, schon ganz gut gezeigt, wie das gelingen kann, möglicherweise, auch mit kritischen Tönen, auch mit diesen Vorkommnissen und den Live-Berichterstattungen aus der Sitzung in Alaska. Die haben sicherlich dazu geführt, dass das ein Stück weit dialogtechnisch in die Geschichte eingeht, aber im positiven Sinne, glaube ich, für diese westliche Interpretation. Ich glaube, da müssen wir noch besser werden, auch aus Europa, das gemeinsam mit den USA zu begleiten und anderen. Ich würde gerne bei diesem Punkt Multilateralismus und die Lücke, in die China reingegangen ist, bleiben. Und wie Sie sagten, also die 100 Jahre Kommunistische Partei Geburtstagsfeier ist bei weitem nicht so begleitet worden, wie das State of the Union Address begleitet wird. Und das liegt irgendwo auch an unseren imaginären Landkarten, die nach wie vor allem aus dem sogenannten Westen bestehen. Inzwischen findet die Debatte um China irgendwo in diesem Dreieck USA, EU, China statt, aber die Welt ist ja viel größer. Angefangen bei unserem Nachbarkontinent Afrika, mit dem wir eigentlich sehr vieles haben, was uns verbindet. Thema Entwicklung angefangen. Und eine Frage, die wir auch in der Beschreibung zu der Veranstaltung hatten, war, wie sich eigentlich das chinesische System auf andere Länder auswirkt, inwieweit das chinesische Modell für Länder des globalen Südens attraktiv ist. Und was mir als jemand, der aus dem entwicklungspolitischen Kontext kommt, auffällt, ist, dass
Afrika zum Beispiel entweder komplett außen vor gelassen wird oder wenn Afrika besprochen wird, dann meistens als ein Opfer Chinas, als ein Opfer der chinesischen Schuldenfallendiplomatie. Was übrigens etwas ist, was in der China-wissenschaftlichen Forschung als widerlegt ist. Also es gibt natürlich die Gefahr von Überschuldungen, aber es gibt keine, zumindest keine nachgewiesene Schuldenfallenstrategie. Und es ist auch ein Bild, das von afrikanischen Akteuren sehr kritisiert wird, weil es Afrika natürlich die eigene Agency abspricht. Nun hatten wir jetzt bei der G7 die neue Initiative Build Back Better World, B3WD von Joe Biden, vorgebracht wurde. Und auch da wirkt es eher, als ob man versucht, mit China zu konkurrieren und China etwas entgegenzusetzen, wie man das schon hatte mit der Europa-Asien-Konnektivitätsstrategie, die sich noch in keine Maßnahmen übersetzt hat, wie man das mit der Blue Dot-Initiative hatte von den USA, die sich auch nicht übersetzt hat. Europa erscheint reaktiv und die Frage ist, wie können wir in dem Bereich besser werden, eben nicht reaktiv zu sein auf China, sondern die eigene, sozusagen, zu den eigenen Werten zurückzugehen, zu dem, was eigentlich mal die europäische Softpower ausgemacht hat, was gerade etwas ist, und das erleben wir in afrikanischen Debatten, aber auch in chinesischen Debatten, an seinem Glanz verloren hat. Und Frau Jensen, wie sehen Sie das? Ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage, die nicht nur die nächste, sondern möglicherweise die nächsten Bundesregierungen maßgeblich mit begleiten müssen. Ich würde einerseits davor warnen, zu denken, wir haben schon verloren. Ich glaube, einige Akteure in Berlin, die tun das, die geben sich quasi jetzt schon geschlagen und sagen, ja, aber wir können es jetzt auch wahrscheinlich einfach nicht mehr ändern, wir waren zu spät. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich würde mich versuchen, an die Akteure zu halten, die auch jetzt schon zum Beispiel wieder mit Initiativen, und da ist die Biden-Administration ja doch sehr, sehr effektiv und schnell gestartet, mich auch Initiativen vielleicht nicht als diesen Kontrapunkt setzend anzuschließen, aber zumindest zu sagen, was bedeutet Belt and Road auf der einen Seite auch für europäische oder osteuropäische Länder in der Europäischen Union. Was stellen wir fest, was passiert, wenn die Europäische Union, aus welchem Grund jetzt auch immer, und das ist unsere Aufgabe in Europa, da auch für eine positive Einigkeit zu sorgen, was passiert, wenn Staaten wie Ungarn zum Beispiel sich in welcher Weise auch immer abgehängt oder unverstanden, missverstanden fühlen, dann auch da tritt ja dann die Volksrepublik China in Aktion, beispielsweise mit der Impfdiplomatie, beispielsweise bei Krediten. Und ich kann mir vorstellen, dass die Rechtsstaatlichkeitsdebatte, die berechtigterweise momentan sehr aktiv geführt wird in Europa, auch ein Land wie Ungarn möglicherweise in weitere Verbindungswünsche zu China führt, weil ja quasi die Art und Weise, wie das Geld ausgegeben wird, für China eine ganz andere Relevanz hat, weil sie ja doch, glaube ich, darauf aus sind, Abhängigkeiten zu schaffen zu sich oder Verbindungen, starke Verbindungen zu sich zu schaffen, die Europa vielleicht momentan für ein Land wie Ungarn oder einen Staatschef Orban anders konditionieren würde, nenne ich es jetzt allgemein und diplomatisch. Zu dieser Allianz der Demokratien, wie ich sie jetzt mal nennen würde, zähle ich die USA, zähle ich Kanada, aber auch Australien oder Japan. Die China-Strategie der Bundesregierung oder die Asien-Strategie war ja lange Zeit eigentlich eine China-Strategie. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für die kommende Bundesregierung, dass man tatsächlich auch mehr mit ASEAN, mehr mit Südostasien, Ländern in den direkten Austausch kommt, um auch eine mögliche Abhängigkeit in der Zukunft so aufzulösen, dass man sich breiter aufstellt. Und ich glaube, nichts anderes tut ja auch die Volksrepublik. Also da könnte man sogar einfach den gleichen Hebel anwenden. Und das gilt quasi nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Bereich sämtlicher Austausche von Forschung und Entwicklung. Da würde ich mir wünschen, dass wir weiter über den Tellerrand schauen, als wir das momentan tun. Und ich glaube, dann können wir auch das
Wort Multilateralismus wieder verwenden, ohne uns eigentlich zu Recht vorwerfen lassen zu müssen, dass wir es nicht wirklich in die Tat umgesetzt haben in den letzten Jahren. Heiko Maas war ja immer eher jemand, der darüber sehr, sehr gerne gesprochen hat, aber wo er nicht unbedingt erkennen ließ, welche Initiativen daraus direkt hervorgingen und welche Art und Weise auch genutzt wurde, vielleicht diese Trump-Lücke mit Leben zu füllen. Und diese Möglichkeit hätte aus meiner Sicht durchaus bestanden. Vielen Dank. Ich glaube, was Ihre Ausführungen zeigen, Frau Jensen, ist, dass wir China inzwischen nicht mehr in Kategorien von China per se, sondern als China global denken müssen. Und das übersetzt sich auch, vermute ich, in Richtung Zivilgesellschaft und in Richtung derjenigen, die Frau Schuh-Kupfer eingangs erwähnt hat, nämlich die Unternehmen, die Kreativen, die Reflektiven. Ich glaube, also der Naumann-Stiftung, die leider das Büro in Hongkong schließen musste, brauche ich das, glaube ich, nicht erzählen, aber der direkte Austausch, den wir ja über Jahre hatten, vor allem auch über die politischen Stiftungen mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen chinesischen Akteuren, ist so nicht mehr möglich und wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht möglich sein. Nun gibt es auch in der deutschen Landschaft einzelne Stimmen, wie zum Beispiel die Stiftung Asienhaus, die ja sehr lange das deutsch-chinesische Twinning-Programm für NGOs begleitet hat, die sagen, wir müssen umdenken, wir müssen mit chinesischen zivilgesellschaftlichen Akteuren außerhalb von China interagieren. Und zwar dann auch nicht nur mit unserer Zivilgesellschaft, sondern mit der globalen Zivilgesellschaft, zum Beispiel mit afrikanischen NGOs, die in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, ob das nun Datenschutz ist, Digitalisierung, Arbeitsrechte. Und Frau Schuh-Kupfer, als jemand, der so viele unterschiedliche Perspektiven auf China hat, aus ihrer journalistischen Karriere, als ehemalige Thinktankerin, jetzt aus der Wissenschaft, wie sehen Sie die Möglichkeiten, trotz der engen Räume, wie wir sie jetzt gerade haben, in einen Dialog mit der chinesischen Zivilgesellschaft zu gehen außerhalb von China? Und vielleicht noch anschließend, was für Mechanismen bräuchte es dafür oder vielleicht was für Mechanismen würden Sie sich von der Politik wünschen, die jetzt noch nicht da sind, um das möglich zu machen? Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben, Frau Jensen, ja vorhin auch schon. Genau, ich glaube natürlich nicht Dialog um jeden Preis kann es nicht geben. Auf offizieller Ebene haben wir das oft gesehen. Manchmal kommt man da an Punkte, wenn die andere Seite nicht mehr in offenen Dialogformaten denkt, dann ist es manchmal auch gut, die ruhen zu lassen. Aber mit der Zivilgesellschaft auf jeden Fall sollte man sich darum bemühen, außerhalb Chinas. Das ist natürlich manchmal eine Finanzierungsfrage. Ich weiß, für Stiftungen ist das immer ein Problem, China-Programme im Inland, in Deutschland, also Leute einzuladen oder auch in Drittländern. Ich glaube, da müsste auch jetzt von Seiten der Politik bei den entsprechenden Ministerien, glaube ich, nachgesteuert werden, um einfach dem Rechnung zu tragen. Also, dass man auch zivilgesellschaftliche Begegnungen entweder dann in Deutschland oder in anderen Ländern mit eingeladen, soweit sie kommen können, chinesischen Akteuren, zivilgesellschaftlichen Vertretern möglich macht. Ja, und ich denke auch in der Tat, die chinesische Diaspora allerorts und dann auch in Verbindung mit entsprechenden, sei es südostasiatischen oder indischen oder kenianischen Zivilgesellschaftsvertretern, das glaube ich auch, sollte man noch sehr viel stärker in den Blick nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und da auch nicht bei uns zu sagen, das sind jetzt alles Pauschalspione, mit denen sollten wir überhaupt nicht mehr reden, die müssen wir raushalten aus unseren Debatten. Ich glaube, im Gegenteil, wir sollten da eine Einladung aussprechen. Und das ist ja auch Teil unserer Selbstreflexion, die wir oftmals, finde ich, in Europa ja in vielen Ansätzen noch haben, zu sagen, wir möchten mit euch gemeinsam nachdenken, wir laden euch dazu ein. Ich glaube, das ist auch wirklich attraktiv, als Werbung, als Einladung auszusprechen an sowohl chinesische Vertreter. Und das ist doch spannend, auch mal zu sagen, das deutsch-polnische Verhältnis, deutsch-französische Verhältnis, wir nehmen euch da mal mit rein, wie man sowas gestalten kann oder auch mit unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Minderheiten,
in Spanien und anderen Regionen. So wird das da geregelt. Und da aber auch bewusst mal chinesische junge Akteure einzuladen, dass sie so ein bisschen schauen können, wie das denn in Europa entsprechende Themen der Integration von ethnischen Minderheiten und so, also die da auch mit reinnehmen in so europäische Programme. Ne? Das könnte ich mir auch gut vorstellen als Bereicherung. Vielen Dank. Wir nähern uns dem Ende der Veranstaltung und ich möchte Ihnen beiden zum Abschluss noch die Gelegenheit geben, über zwei Punkte allgemeinerer Natur zu reflektieren. Zum einen, was nehmen Sie für sich persönlich als Anstoß für Ihr eigenes China-Wirken aus dieser Veranstaltung raus? Und was möchten Sie denjenigen, die uns heute zuhören, mitgeben als Denkanstoß für den Nachhauseweg heute Abend? Frau Jensen, möchten Sie vielleicht als Erstes? Also als Anstoß für mich und für mein weiteres Wirken ist natürlich ein großer Punkt, und der wird sich auch hoffentlich in den nächsten 4 Jahren, wir haben ja Bundestagswahlen ins Haus stehen, nicht verändern, dass es mein Schwerpunkt vor allen Dingen politisch wird. Ich möchte gerne dazu beitragen, aber auch davon profitieren, und das tue ich eben von solchen Veranstaltungen, deswegen schon mal ganz herzlichen Dank, dass diese China-Expertise stetig wächst im politischen System, in Deutschland, aber auch europäisch und vernetzt gedacht, weil auch wir sprechen ja nicht im luftleeren Raum, wir machen das Ganze ja nicht zum Selbstzweck. Ich habe aber nach wie vor auch meinen eigenen Ansporn daraus generiert, weil aus einer menschenrechtlichen Perspektive ich mich natürlich auch eigentlich jeden Tag mit Einzelfällen beschäftige, die doch die Art und Weise darstellen, wie momentan in der Volksrepublik mit Minderheiten umgegangen wird. Also auch das werde ich weiterhin verfolgen. Und ich glaube aber, um das tun zu können, braucht man ein stetig wachsendes China-Expertise-Bild in Gänze. Also es ist auch wichtig, über wirtschaftliche Zusammenhänge, über aktuelle Entwicklungen in der Volksrepublik Bescheid zu wissen, um bestimmte mögliche Reaktionen auch vielleicht ganz, ganz anders antizipieren zu können. Und das, was ich den Zuschauerinnen und Zuschauern mit nach Hause auf den Heimweg, auf den vielleicht dann digitalen Heimweg mit einem Klick entfernt mitgeben möchte, ist einerseits mich für das Interesse zu bedanken an einem heißen Tag wie heute, zumindest hier in Schleswig-Holstein, und auch vielleicht ihrerseits dazu beitragen zu können, dass eine doch sehr überfällig wichtige Debatte, wie wir sie heute Abend geführt haben, auch nicht abreißt, sondern dass sie weitergeht und sich weiterhin an solcher Art von Veranstaltungen auch zu beteiligen, auch mit den vielen Fragen, die wir heute im Q&A in der Box bekommen haben. Das zeigt ja, dass ein Interesse da ist, und ich glaube, das zeigt eben auch dann den politischen Auftrag, den ich zumindest für mich heute Abend ableite. Dankeschön. Ja, Entschuldigung, genau. Ich ergänze das gerne kurz mit Blick auf die Zeit. Ja, als Anstoß von dieser Veranstaltung in der Tat auch. Also auch vielen Dank an das Publikum für die Fragen. Wir haben nicht alle beantworten können in der Tat, aber das finde ich auch eine Riesenermutigung, dass viele von Ihnen sich mit China beschäftigen, auseinandersetzen. Das zeigt auch, China ist nicht mehr nur ein Land, was weit weg ist, sondern was in unser Leben hineinspricht und wirkt. Also das ist gut, dass wir brauchen mehr solche Veranstaltungen, und wir sollten das alle auch unterstützen. Was ich gerne noch mitgeben möchte, ist, wann immer Sie Gelegenheit haben, sprechen Sie mit Chinesinnen, mit Chinesen, sprechen Sie sie an, laden Sie auf einen Kaffee ein, treten Sie mit ihnen in den Dialog, wenn Sie in Ihrer Umgebung dazu Gelegenheit haben. Und da haben wir hauptsächlich Angebote auf Englisch, aber ich weiß aus sicheren Quellen, dass da auch jetzt zunehmend was auf Deutsch in der Mache ist. Lesen Sie Stimmen aus China. Das Asienhaus hatte lange Zeit so ein tolles Programm. Vielleicht wird das auch mal wieder aufgelegt. Wir haben What's on Weibo, heißt etwas, oder Reading
The Chinese Dream. Also wir haben schon einiges an Angeboten, wo wirklich auch Aufsätze aus dem Chinesischen von chinesischen Experten, Bloggern, Wissenschaftlerinnen übersetzt werden. Also versuchen Sie, wann immer es möglich, nicht nur die offiziellen Statements der Regierung zu lesen oder denen zuzunehmen, denen wahrzunehmen. Die sind auch wichtig für die Einschätzung, ganz klar, aber wann immer möglich, sich mit Stimmen aus China, sei es live in der Eingebung oder dann auch im Internet durch entsprechende Übersetzungen. Die Marina Rudjak und andere sind auch mal wieder dabei, behilflich auf Twitter und im Internet. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir einfach das noch mehr aufnehmen, die Vielfalt und die Dynamik. Und das macht auch Freude. Dann ist man nicht nur so diese politische Verhärtung, die chinesische Regierung, ja, damit müssen wir uns auch beschäftigen, aber es ist eine sehr bunte, facettenreiche Gesellschaft und ja, das sollten wir auch zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank, Frau Schuh-Kupfer. Ich würde gerne beenden mit einer Anekdote, auch wie ich angefangen habe, die was mit der Beschäftigung mit China zu tun hat und die von meinem alten Professor Rudolf Wagner stammt, der Christine Schuh-Kupfer sicherlich ein Begriff sein wird, der sagte, der Grund, warum er seinerzeit anfing, sich mit China zu beschäftigen, war, dass er wusste, wenn er in eine Bibliothek eines sinologischen Instituts geht und sich ein Buch herausgreift und das von Anfang bis Ende durchliest, wird er vermutlich diejenige Person sein, die über dieses Thema, zumindest in der westlichen Welt, am meisten Bescheid weiß. Und das ist das Spannende an China. Es ist unglaublich vielfältig, es ist unglaublich komplex, es ist aktuell und auch schon immer extrem herausfordernd, zumindest für alle von uns, die sich schon lange damit beschäftigen. Und nichtsdestotrotz unglaublich spannend. Und ich wünsche Ihnen allen und uns allen ein weiterhin Beschäftigung mit China, Auseinandersetzung mit diesem komplexen Land, das fern scheint, aber inzwischen doch nicht mehr so fern ist. Bedanke mich ganz herzlich bei den Panelistinnen, bei Professor Christine Schuh-Kupfer und bei Frau Gide Jensen. Bedanke mich auch bei Iris Müller von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Organisation der Veranstaltung und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend mit vielleicht noch ein paar spannenden Nachgesprächen oder Nachgedanken. Bleiben Sie gesund. Tschüss zusammen.